Damen und Herren zu Hause. Ich weiß nicht, ob Sie sich an diesen schönen Moment erinnern. Olli, du weißt es noch, du und Mariah Carey bei Gottschalk zusammen. Hast du sie wirklich eine Presswurst genannt? Nein, ich habe nur gefragt, was das Wort auf Englisch heißen würde, ohne eine Beleidigung darauf folgen zu lassen, die mich nur Geld kosten würde. Ich bin übrigens sehr gut auf dem Foto getroffen. Ich bin der links in dem rosa Hemd, falls Sie mich nicht erkannt haben. Ich würde sie gleich heiraten, aber eigentlich bist du da vorne. Aber wir wollen das gar nicht weiter vertiefen, nur so viel. Am Ende der Sendung gibt es noch eine schöne Überraschung mit Miss Carey. Nur so viel. Aber gleich kommt zu unserem... Kommt sie zu uns? Wer weiß es genau? Alle drei. Alle... Na, da könntest du vielleicht 4, 5 schon sagen. Ja. Wir kommen zum ersten Spiel. Olli, du gibst jetzt eine Pressekonferenz. Ach, jetzt direkt schon. Ja, jetzt direkt schon. Stell dich doch schon mal an dein Pult. Und ich werde jetzt dem Publikum das Thema zeigen, um das es bei deiner Pressekonferenz geht. Und natürlich, ich werde es auch deinen Kollegen zeigen, die dich als Journalisten in dieser Pressekonferenz jetzt befragen werden. So. Habe ich wieder was in der Sicht? Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Sehr, sehr stolz. Nee, wirklich, oder? Meine Damen und Herren, ich eröffne hiermit diese Pressekonferenz. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, schön, dass Sie hierher sich versammelt haben, liebe Damen und Herren von der Presse, liebe Bild-Zeitung, lieber Express. Es ist ein schönes Ereignis gewesen, was ich über die letzten Wochen und Monate mit mir herumgeschleppt habe, aber jetzt ist es endlich offiziell und Sie dürfen mich dazu jetzt befragen. Dankeschön. Wieso muss es denn ausgerechnet diese Person sein? Es hätten ja auch andere sein können. Man fragt sich schon, warum nun ausgerechnet Sie? Also die, des, das. Ich meine, wir alle lieben Sie. Ich liebe Sie genauso wie Sie, meine Damen und Herren. Und ich stand da einfach halt rum und da dachte ich, mein Gott, wie schön sie ist. Und deswegen habe ich gedacht, ja, sie ist es. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Wie hat sie denn Finde ich bei ihr ehrlich gesagt nicht, danke. Ja, vielen Dank. Wie hat sie denn reagiert? Na, sie war natürlich happy, dass sie so einen geilen Typen wie mich kennengelernt hat und dachte, wow, da habe ich, glaube ich, einen 6er im Lotto gezogen. Und ich weiß jetzt nicht, wir wollten es erst geheim halten, aber jetzt gehen wir doch offiziell an die Presse damit. Was planen Sie als nächstes? Ich meine, planen Sie gemeinsame Aktivitäten? Ja, Kinder. Benefits. Familie halt. Was man halt so plant. Urlaub. Wir wollen erstmal einen Urlaub. Wohin wird es denn gehen? Wir fliegen, also wir bleiben in Deutschland, wir fliegen nach Mallorca. Ja. Und wollen da halt mal richtig ausspannen und auch einfach jetzt den ganzen Presserummel ein bisschen entfliehen. Meinen Sie nicht, dass Sie öfter aneinander geraten werden? Nein, das glaube ich nicht. Klar, sie hat natürlich einen Charakter, wo sie tendenziell, wo man sagt, ja, die ist auch ruhig. Aber ich finde, Gegensätze ziehen sich ja an und da bin ich der perfekte Typ für. Was verbindet sie denn? Entschuldigung. Was sie uns verbindet, natürlich das rein Sexuelle an erster Stelle. Aber... Und der Altersunterschied spielt da keine große Rolle. Nein, ich meine, wir kennen uns ja schon aus Jugendtagen und von daher dachte ich mir, warum nicht? Was gefällt Ihnen denn am besten an ihr? Alles. Es ist vor allem der Charakter natürlich, obwohl sie natürlich Mördertüten hat, das wissen wir alle. Das ist richtig. Mördertüten. Also ich würde ja an ihrer Stelle völlig schwarz sehen. Gut, das ist natürlich, das ist natürlich ein Thema. Diese Rassendiskriminierung gibt es, das sage ich ganz deutlich. Aber das ist für mich kein Grund, nur weil sie schwarz ist. Nee, hat ja nicht. Oh. Bravo! Nein! Doch, warum nicht? Ja. Ich habe sie gesehen, habe ich gesagt, auch du bist Deutschland. Ja. Das hat ja nun jetzt nichts mit ihr zu tun. Sie ist ja nicht wirklich schwarz. Sie ist aber sehr belesen. Sie ist sehr belesen. Macht das keinen... Gibt es da nicht irgendwie Konfronta und jetzt Konventionen? Natürlich. Liest sie gerne. Ich lese ja auch sehr gerne. Mehr Frauen... Geschichte. Ah, ich bin sehr froh, dass ich Alice Schwarzer und ich uns endlich zusammengefunden haben. Hören Sie gerne. Ja.
Erst freuen, ja. Auf die Hochzeit. Ja, da habe ich ja einen auf die Kinder losgezogen. Ja,